Thema heute ist das Aussuchen des richtigen Werkzeugs beim Lösen von Gleichungen. Enthält die Gleichung nur ein x, so können wir einfach nach x auflösen. Kommt x mehrmals vor, so kann man, sofern es geht, ausklammern und beide Faktoren gleich 0 setzen. Im nächsten Fall haben wir mehrere x, können leider nicht ausklammern, haben aber das Muster x hoch 2, x hoch 1 und eine Zahl dahinter, daher klappt PQ-Formel. Im vierten Fall taucht x mehrmals auf und wir können weder Ausklammern noch PQ-Formel benutzen. Allerdings funktioniert hier die Substitution x² gleich z. Im fünften und letzten Fall versagen alle vorherigen Werkzeuge und wir holen daher die Polynomdivision mit dem Linearfaktor heraus. Ganz wichtig, prüfe die Werkzeuge nacheinander in der richtigen Reihenfolge und immer erst, wenn eine Seite 0 ist. Schau dir auch gerne die ausführliche Version des Videos GR29 mit Übungsaufgaben auf meinem YouTube-Kanal matheklapper.de an.